Oh mein Gott, meine Freunde, heute haben wir eine ganz, ganz kranke alte Serie mit dabei, und zwar das Foot Draft Bingo. Mit dabei ist Fabio. Moin, 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 Freunde. Ich freue mich tatsächlich. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das feiert. Dann machen wir das ab jetzt wieder öfter. Lasst ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir haben wieder viele Kategorien. Ihr seht sie jetzt hier eingeblendet. Ihr seid auf der Suche nach den besten, günstigsten und sichersten FC24-Coins? Dann checkt unbedingt Lootbar ab. Lootbar hat die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. Ihr klickt an, was ihr haben wollt, 3 Millionen Münzen, drückt auf Kaufen und gebt dann einfach nur den Gutscheincode JANK ein für 8% Rabatt und zahlt dann einfach nur 99,85 € als Beispiel für 3 Millionen Coins. Es sind wirklich die sichersten, günstigsten und besten FC24-Coins, die ihr kriegen könnt. Wie ihr sehen könnt, gibt es derzeit gerade sogar einen 5%-Bonus zur Football Birthday-Aktion. Außerdem nutzen auch ganz viele andere Creator Lootbar und sind sehr, sehr überzeugt davon. Also checkt unbedingt Lootbar ab. Erster Link in der Beschreibung für die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. Wir haben Afro, Glatze, 6x Icon, ist egal welche Icon, 3x Foot Birthday, also Foot Birthday Icon zählt auch zu Foot Birthday, volle Chemie zählt nur am Ende, 91 Plus Rating zählt auch nur am Ende, nach der Managerwahl, ein Perfect Link, also zum Beispiel Bernardo Silva und Ruben Dias, die haben Man City und Portugal, ein 96 Plus Spieler, Pelé Winter Wildcard, Messi tot, die Hansen tot, die versteht sich von selbst, und wir haben ein Blitz K.O., die neunte und letzte Kategorie, ein 126er Draft, das fast unmöglich ist zu machen, das wäre das Blitz K.O., dann hat man das Draft gewonnen, egal wie viele Kategorien der andere hat. Und der Verlierer muss eine Foot Birthday Icon diskarden. Also es kann sogar noch teuer werden. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, Fabi, wir gehen rein. Wir haben die Kategorien vor uns. Cenk, ich finde, es ist noch wichtig zu erwähnen, dass du in unseren Draft Battles momentan echt irgendwie noch 6-0 als Loser dastehst. Also, Mann. Wollte ich einfach nochmal anmerken, dass es gut läuft für mich in den Draft und auch heute wieder gut laufen wird. Ich gehe rein mit Münzen. Der Typ nervt mich da. Der hält mir das richtig vor, ne? Wie ich in den SBBs immer sage, hey, du verlierst eh. Jetzt hält er das hier mir auch vor. Es ist ein Fehler, dass er hier bisher immer so gewonnen hat. Denk, es tut mir auch leid und ich starte auch direkt mit einem Afro. Also, das ist toll, die erste Kategorie abzuhaken mit dem ersten Pick. Ach, komm. Ach, schön. Jetzt muss man auch voll auf diese Kategorien achten. Voll schwer, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Ach, das wird auch wieder böse für dich. Scheiße. Das tut mir doch fast schon wieder leid, wenn ich mir das hier, Alter, wenn ich mir das hier angucke. Ich muss ihn mitnehmen für die Kategorien. Und ich glaube, ich nehme ihn mit, weil, oder? Oder ihn, das Ding ist, man muss ein bisschen auf alles gehen, ne? Auf Rating, auf diese ganzen Sachen, die man abhaken kann. Ich hätte mir jetzt mal kurz eine Zwischenfrage. Ja. Wir haben ja jetzt Perfect Link. Ich hätte jetzt, sagen wir jetzt mal, ich hätte jetzt zwei Icons mit derselben Nation. Nein, schade. Okay, komm, bei mir startet es nicht mal so schlecht. Ich sag ehrlich, ich bin bisher zufrieden. Oh mein Gott, let's go. Und das ist eine Doppel. Das hakt doppelt ab. Nämlich die Icons, Foot Birthday und sonst aber auch wirklich nichts. Oh, ich habe voll vergessen, auf Glatze zu gucken. Hier wäre eine Glatze. Oder zählt Glatze nur? Glatze, ne? Nur Glatze, so richtig poliert. Okay. Aber ich hätte hier auch eine. Die muss ja aber nicht im Team stehen. Die kann ja auch auf Glatze. Der Bank sitzen später, ne? Ja, die können alle auch auf der Bank sitzen. Okay, ja, top. Dann nehme ich nämlich die Glatze hier mit und habe damit schon wieder eine Kategorie. Das ist ja echt geil. Oh mein Gott. Und hier geht's auch gut weiter eigentlich. Nein. Okay, das sind beides Shooters da. Ah, Ruben Dias ist eigentlich wichtig. Man könnte Bernardo Silva bekommen, aber ich muss ihn mitnehmen. Und wir sind dabei, echt was abzuschießen. Wir haben schon zwei davon. Bro, das ist so schwer, diese ganzen Kategorien, ne? Alles im Blick zu behalten und so, ja, ist echt nicht so einfach. Ich glaube, ich muss mir mal hinschreiben, was ich schon wie viel habe. Ich habe davon die Methode drei. Mache ich auch tatsächlich. Davon habe ich zwei. Boah, ich Perfect muss den Link, glaube ich, mitnehmen. Da führt nichts dran vorbei. Müssen wir machen. Ist leider kein Perfect, aber ist okay. Okay, komm, Torwart. Einfach mal ein Skipper. Ich sag ehrlich, vielleicht den. Weil da kann man eventuell irgendwie ein Perfect League noch rausholen, ne? Wir gehen auf den rechten Flügel. Komm. Wichtiger Pull. Nee, ist kein Perfect Link. Nächster, da haben wir jetzt vier. Bin aber noch nicht so ganz zufrieden hier bei mir. Ich sag ehrlich, es ist nicht so leicht, die Kategorien voll zu bekommen, glaube ich. Da komm, hast letzter. Du echt recht. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, ich bin durch mit meiner Startelf. Oh ja, ich muss ihn mitnehmen. Der rettet nochmal einiges jetzt hier raus. Geiler Pull. Der ist super. Zählt? Ey. Oh mein Gott. Fabio. Ich denke, es knallt, ja. Ja, aber zählt Barcelona-Spanien und Barcelona-Frauen-Spanien?
Nee, würde ich eher nicht sagen persönlich. Okay, ja, ich sag auch, okay. Ich wollte nochmal fragen, hätte ja klappen können. Denk, ich habe gerade. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Und? Ich habe gerade damit. Ich spoiler dir mal nichts. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was abgehakt. Grade. Ich habe meine erste Kategorie auch durch. Komm, weiter geht's. Oh, den brauche ich gar nicht mehr. Das ist ja so böse. Den brauche ich nicht mehr. Das ist ja so böse. Oh mein Gott. Hallo, was machst du da? Das wird hier leider zu krass gerade, ne? Es wird hier leider gerade zu krass. Oh mein Gott, nächste Kategorie abgehakt. Let's go. Die hake ich mir ab. Die kann ich mir abhaken. Ich habe auch noch keine Glatze. Glatze voll underrated. Ich sag ehrlich. Oh mein Gott. Was geschieht hier? Ich krieg das, ich pack das nicht. Komm schon. Ich pack das nicht. Das könnte ein Weltrekord werden hier bei mir sogar. Bro, was baust du? Ich hab Afro. Das ist wichtig. Ich hab den Afro. Salah ist ein Afro, oder? Sind wir uns einig? Ja, ich hab auch Salah als Afro. Okay, stark. Afro auch Also jetzt gerade kriege ich die Kategorien. Jetzt gerade gehen die Kategorien voll. Damit habe ich auch die nächste Kategorie abgeschlossen. Oh. Und der passt sogar nochmal gut ins Team rein. Der kann nämlich, oh mein Gott. Ey, das könnte ein Weltrekord werden. Jack, ich bin, glaube ich, nicht weit davon entfernt, ne? Echt jetzt? Ich habe so ein brutales Draft. Oh mein Gott, das könnte echt was werden. Ich brauche jetzt ein paar gute Spieler noch. Ja, nee. Jack. Ja. Nein, warte mal. Was denn? Warte mal. Ich bin kurz vorm Weltrekord. Das muss ich irgendwie jetzt hinkriegen. Was du? Jack. Ich war gerade auf 93. Ich bin gerade gedroppt. Oh mein Gott. Ich krieg das hin. Warte. Das ist meine nächste Kategorie. Ich muss sie mitnehmen. Ich darf Johann Cruyff nicht mitnehmen, leider. Aber es ist die Foot-Birthday-Kategorie habe ich damit auch durch. Let's go. Jank, ich komme nicht im Rating hoch. Ich könnte durch. Warte mal, hier ist noch ein bisschen Rating drin. Gucken, ob das reicht. Oh mein Gott. Nein, ich habe aus Versehen den Manager mitgenommen. Ja. Das wollte ich nicht. Aber war eh kein Unterschied. Dem Manager darfst du auf jeden Fall nicht mehr umstellen, ne? Ja, okay, dann nehme ich einfach den Manager. Aber darf ich noch wenigstens probieren, das Rating hochzukriegen? Einfach, weil es ein Weltrekord dann wäre? Ja, dafür darfst du, aber das zählt halt dann nicht. Okay, ja, sehr schade. Ich glaube, ich würde es nicht mehr schaffen. Aber ich bin so knapp dran vorbei. Ich habe blöderweise den Manager mitgenommen, ey. Ich muss es aber nochmal probieren. Das interessiert mich jetzt. Ja, das ist meine letzte Kategorie, aber die nächste. Glatze auch abgehakt. So wichtig. Ey, das ärgert mich jetzt, Bro. Ich war auf 93 und ich krieg es nicht hochgedrückt. Das gibt es doch nicht. Wo ist der Perfect Link hier? Ich krieg ihn nicht. Ich bin gebrochen. Ich krieg den Perfect Link nicht, glaube ich. Einer der letzten Chancen, komm schon. Oh mein Gott, hier ist nochmal eine Verdings da, aber brauche ich gar nicht. Raspadori auch nicht bei Rom? Das ist auch nicht der Verein. Oh Bro, als ob man kein Perfect Link bekommt, ne? Ich hake mal meine Kategorien ab. Perfect Link habe ich jetzt gar nicht mehr auch drauf geachtet, muss ich fairerweise sagen. Komm schon! Nee, ich glaube, das wird bei mir nichts. Perfect Link wird bei mir nichts. Nein, bei mir aber auch nicht. Das ist belastend. Ey, dieses Split-K.O., das wär's gewesen. Das wäre richtig krass geworden, ne? Wirklich, es hat an einer Karte gescheitert, dann hätte ich den Weltrekord, ne? Das ist echt verrückt, Junge. Oh Mann, ich ärgere mich so sehr gerade. Naja, sage ich erstmal nicht. Ich kann, glaube ich, jetzt nichts mehr machen hier, ne? Das ist ein bisschen belastend. Perfect Link konnte ich nicht mehr abschließen, aber ich konnte die volle Chemie abschließen. Und... ja, ich würde sagen, wir können eigentlich schon meinetwegen zum Manager. Ja, ich habe ja meinen schon aus Versehen mitgenommen. Du kannst das gerne schon mal machen. Warte mal, ich kann noch ein bisschen was austauschen. Vielleicht gehe ich nochmal hoch. Oh, das wäre so wichtig, dieser Punkt, Mann. Aber ich krieg ihn nicht, glaube ich. Das hat wirklich richtig wenig Rating bei mir gefehlt. Also for real, das ärgert mich gerade wirklich doll. Okay, komm, ich bin ready. Wirklich knapp. Okay, meine Freunde, ich suche jetzt auch den Manager. Ich sag ehrlich, könnte ein knappes Ding werden, ne? Könnte ein sehr knappes Ding werden. Also ich bin mir echt, muss ich sagen, leider doch sehr siegessicher jetzt. Also echt, wenn ich mir allein das Draft angucke, das ist eine Frechheit, was hier kam. Echt so gut. Du könntest höchstens mit einem Punkt gewonnen haben. Das Ding ist, wenn ich jetzt Messi nach dem Manager reinstelle, wäre ich sogar auf dem 91er Rating. Du hast nicht das 91er Rating? Das zählt nicht, ne? Nee, das zählt nicht. Hast du mir eben extra gesagt. Okay, dann lass mal die Kategorie durchgehen. Wir starten mit dem Afro. Habe ich am Start mit Mohamed Salah, ja. Mohamed Salah habe ich da auch. Und auch einen anderen habe ich hier auch. William Arroyo hat auch einen. Okay. Und Glatze. Naja. Glatze? Glatze habe ich auch am Start. Das wäre bei mir der gute Ausnes. Ausnes? Was? Ja, der heißt so. Keine Ahnung. Also richtig glatt polierte Glatze.
Boah, der ist ja die glänzt sogar auf dem Bild. Okay, ich habe Fabinho. Auch Glatze. Ja, passt. Icons? Du, mein Lieber, da habe ich nicht nur 6, sondern da habe ich insgesamt an der Zahl 8. Ich habe auch 8. Okay. Ich habe auch 8. Ich habe auch 8. Also beide die Icons auch abgeschlossen. Hood, Birthday-Karten. Ja, Cenk. Es würde dich schockieren, aber ich habe es tatsächlich geschafft. 3 Hood Birthday-Icons sind am Start. Ich habe sogar 4. Oh, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, diesmal habe ich dich übertrumpft. Also wäre das diesmal normales Petty gewesen, hätte ich vielleicht sogar gewonnen. Volle Chemie haben wir beide, ne? Ja. 91 Plus Rating hast du auf jeden Fall. Ich habe eine 92, Bro, und ich bin wirklich, ich kann es auch gerade nochmal für die Leute, die zuschauen, zeigen, hätte ich hier den Rüllet in die IV stellen können und irgendwie hier 1-2 Rating hoch, dann wäre ich auf 93, aber es scheitert halt dann an der Chemie. Es ist echt knapp gewesen. Ne? Perfect Link haben wir beide nicht, ne? Ne, leider nicht. Ist echt, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwo doch einen Perfect Link habe, ne? War wirklich kein einziger. So krass, ich dachte, es wäre einfacher. 96 ja. Plus Spieler. Du, da habe ich tatsächlich nicht nur einen, sondern dann habe ich gleich 3 Stück. Digga, das kann doch nicht sein. Wen denn? Messi Toti, Hansen Toti und KDB Toti. Digga, what the fuck? Habe ich natürlich auch. Du hast gewonnen. 126 der Draft Blitz Co. hat niemand von uns. Ich habe insgesamt 6 Kategorien. Du hast 7, ne? Check, es ist so geil, ne? Meine Siegesserie führt sich. Ja, geht weiter, wie sagt man das? Führt sich fort, geht weiter fort, was auch immer. Es ist einfach wunderschön. Ich will eine Revanche. Wir sehen uns im nächsten Draft, aber ich muss jetzt erstmal nochmal eine For Birthday Ereignis karten. Oh ja, du sagst es. Ja, wir sind auf dem Transfermarkt. Ich gebe wieder 100.000 plus Minimum ein. Und das Ding ist, die günstigste Icon ist 100.000. Also, gute Nacht, Cenk. Die günstigste ist 100.000. Ich werde jetzt mindestens 100.000 das karten. Geburtstags-Icon, ich suche und du darfst mir eine Zahl geben. Ach Bro, sag mir doch erstmal so, was so schön auf der Seite am Start ist. Ich sag ehrlich, du darfst ja auch nur auf der ersten Seite bleiben, oder? Ja, mache ich auf jeden Fall einfach. Also ich ja, weil sonst kann ich ja jetzt nicht spoilern. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, dann bleibe ich auf jeden Fall auf der ersten Seite. Okay, ja. Es gibt 2 teure Karten, genau 2. Der Rest ist komplett billig und Jacke wie Hose. Also nicht Jacke wie Hose, es sind trotzdem bei alles 100k plus Karten natürlich, aber es sind 2, die halt ein bisschen mehr als 100k kosten. Magst du mir sagen, wer so die 2 sind? So ein paar Namen eventuell? Schweinsteiger und Fandasa. Ich glaube, Fandasa liegt so bei 500, Schweinsteiger liegt bei, ja, kann ich jetzt nicht Preisvergleich machen. Keine Ahnung, 400k stand da, glaube ich. 500k. Okay. Bro, wir haben ja eben auch so ein Ding bei mir aufgenommen. Ja, nicht Bingo, aber Verlierer des Kades. Und da hatte ich mir gesagt, ich muss was aus der Mitte nehmen. Ich habe bisher immer was von Anfang und Ende genommen. Das hat nie so gut geklappt. Deswegen, ich glaube, 12 sind auf der Seite. Deswegen nehme ich die Hälfte, die Nummer 6. 3, 4, 5, 6. Kann ich so mit leben. Du hast Roy Keane getroffen. Ich sag ehrlich, ich kann das sehr lange mitleben. 150 stand da. Ich guck jetzt mal. Ja, kostet 125k. Ich mache kurz eine SBC hier. Ich habe ihn jetzt gekauft. Ich mache eine SBC und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich gebe sogar noch Milinkovic, Savic und Rudi Völler ab. Hier, Keen eben gekauft für 125.000. Geht jetzt baden. Ja, das ist wirklich krass. Das ist so eine Niederlagenserie. Ne? Ich weiß nicht, was du da richtig machst und nicht falsch, aber du machst es gut, Fabio. Also, ich gönn's dir. Ja. Leute, danke. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wenn ihr die Serie feiert, gerne ab in die Kommentare, damit dann machen wir das jetzt wieder öfter. Und wir sind raus. Peace out. Ciao, ciao.